Geil, mal was Neues. Und wir sind beim Audi 9 angekommen. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Audi 9 Woche. Wir sind jetzt noch nicht beim Event, sondern kurz davor. Und ich habe mit Rose Bikes ein Design ausgearbeitet für einen Custom-Rahmen, den ich jetzt noch fürs Audi 9 aufbaue. Und ich habe schon mal reingeguckt, es tut mir leid, und wir haben auch schon die Lagerschalen montiert, aber ich mache jetzt trotzdem das Obligatorische aus dem Karton ziehen. Vom neuen Custom The Bruce Rahmen. Grau mit Terra-Optik war meine Idee dahinter. Kommt daher, man hat bei Geografie in der Schule, hatte man das im Lehrbuch, Topografiekarten von oben, und da war das Relief immer so abgebildet und so sind Berge abgebildet, und da habe ich gedacht, das passt sehr gut zum Mountainbiken, zum Radfahren, und ist was Schlichtes, ist nicht so auffällig wie das Camo, obwohl das ja auch keine verrückten Farben sind, aber es ist was Neues, es ist ein Custom-Rahmen. Ich glaube, ihr habt es richtig, richtig oft geschrieben, kommt irgendwann mal wieder ein Custom-Bike, und ja, es kommt. Siehst du das eigentlich auf der Kamera, dass das glitzert? So ein bisschen. Die Kreise, die glitzern auf jeden Fall. Wir haben MTN-Logo drauf, wir haben das Rose-Logo drauf, überall. Wir müssen da noch Audi-Sticker drauf machen, und wie schon erwähnt, wir haben Lagerschalen schon eingebaut. Hier die Lagerschalen, da die Lagerschalen. Und wir bauen jetzt das Bike noch auf und dann fahren wir heute später noch zum Audi 9. Und dann geht die Woche shredden los. Ich habe mega, mega Bock. Und ich denke, es wird wieder mal richtig geil. Die Kursvideos, die jetzt schon von Sam Reynolds kamen, vom Aufbau, sahen richtig, richtig cool aus. Es hat sich einiges verändert dort. Ich nehme natürlich noch das Downhill-Bike mit. Heißt, es kommen nicht nur Videos auf dem neuen Dirt-Jumper, sondern auch vom Downhill-Bike. Hinten steht schon alles bereit. Und wir legen schon mal los. Steuersatz noch nicht drin. Einfetten wie immer. Motorex fett oben wie unten. Ich hätte gern mal genau zwei identische Bikes aufgebaut, aber ich habe noch keinen zweiten Rotor. Ich habe jetzt hier die Rotorplatte von meinem alten Bike rausmachen müssen, von dem blauen The Bruce. Das liegt da unten, und da müssen wir dann auch noch den Sattel rausnehmen. Aber das, wenn ich einen Rotor bekomme, dann baue ich das mir auf jeden Fall 1:1 als Zweitrad auf. Weil ich habe alle Parts dafür, ich habe auch noch eine Gabel und so weiter. Mir fehlt es nur am Rotor. Und dann können wir auch mal bei Videos einfach hin und her wechseln. Gabel. Da ist er, der besagte Rotor. Brauchen wir einen... ich hole mal noch einen Spacer. Aber wir können schon mal einen Schritt zurücktreten. Geil, mal was Neues. Richtig fett. Vorbau ist montiert, habe noch einen Spacer rangemacht, und als nächstes kommen die Kurbeln drauf, ordentlich einfetten. Die sind schon auch immer ein bisschen vorgefettet. Dublager, SRAM Descendant Kurbeln, da kommen die Gummimuffe drauf. Als Crankstopper, im letzten Video haben massig Leute kommentiert, Lukas, warum quietscht dein Fahrrad so? Die Muffe hat die ganze Zeit geschliffen. Das machen wir jetzt hier höchstwahrscheinlich ein bisschen anders. Müssen wir dann noch fixieren mit dem Kabelbinder, dann schleift die nicht so. Pedalen sind jetzt auch vom alten Bike, aber das ist generell so eine Sache, das stört mich jetzt nicht. Und dann ist das Bike auch bis auf der Rahmen schon halb eingefahren. Neue Laufräder haben wir auch, die stehen da hinten. Die alten, die waren ziemlich leise, das Hinterrad, die Narbe, was irgendwie auch mal ganz cool war. Es klang so ein bisschen wie eine Freecoaster, weil die hatte fast gar keinen Sound, aber die ist lauter. Ist jetzt auch mal, auch wieder eine schöne Abwechslung. Die rappert auf jeden Fall komplett. Der Nabensound ist so abgelenkt in meinem Unterbewusstsein. Spart immer so enorm Zeit, als jetzt hier 20 Umdrehungen mit dem Torx zu machen. Die ganze Feinabstimmung mache ich dann schon noch, und das alles perfekt gerade ist, aber Sattel mache ich immer so 4 Finger breit, circa ein klein wenig mehr. Yep. Wir montieren jetzt auf die Laufräder ein paar brandneue Race King Protection
die Sachen sind jetzt neu, eben komplett neue Laufräder, neue Kurbeln, neuer Rahmen. Sonst ist alles das alte. Gabel hatte ich jetzt eigentlich auch noch eine brandneue bekommen, aber ich finde es manchmal ganz gut, wenn die Sachen ein bisschen eingefahren sind und man weiß hundertprozentig jetzt bei der Gabel, dass die Einstellungen so sind wie zuvor. Ist aber geil, ein paar neue Reifen zu montieren an so ein neues Bike, weil ihr werdet es gleich sehen, die sind halt jetzt noch komplett schwarz. Die Laufräder sind neu, das ist einfach für die Optik ein bisschen geiler. Wir machen mal kurz schon den Soundtest, weil ich es euch ja gesagt habe. Haha. Schon geil. Die war leiser am Anfang, aber die ist schon lauter. Kleiner Hack mit dem Zahn, das reindrücken. Und so faul ist die Pumpe für zwei Züge rauszuholen. Legt sich immer besser der Schlauch, wenn man den schon aufpumpt. Weil wenn man jetzt doch mit dem Reifenheber mal reinheben muss und der ist noch nicht aufgepumpt. Das Risiko höher, dass man den Schlauch zersticht. Aber jetzt schon alleine, wenn die brandneuen Reifen drauf sind, neue Laufräder, sieht schon geil aus. Und Novatec hat endlich, weil wir das bei dem, weil wir das bei den anderen Aufbauvideos ja immer als Debatte hatten, die kamen endlich an, die Laufräder waren mega lange auf dem Seeweg unterwegs. Schön im Suezkanal stecken geblieben. Ich glaube, so war es nicht, aber es hat echt, ewig gedauert. Haben jetzt auch 29 Zoll, 27,5 Zoll neue Laufräder komplett versorgt sind wir. Laufrad Nummer 2. Okay. Rein. Damit. Wie viel Luftdruck fährst du? 4,5 Bar vorne und hinten. Dann hat man einen geringeren Rollwiderstand. Den will man beim Dirtjump Bike haben, weil umso mehr Schwung bekommt man. Man will ja schnell sein. Das Fahrrad mal noch kurz umhängen. Weil der Montageständer hat er blockiert, da ging das Hinterrad nicht rein. Nice. Schon geil. Schlicht trotzdem, aber es ist halt mal was Neues. Ich suche mal schnell noch eine Kette raus. Goldene KMC natürlich, versteht sich. Kabel müssen wir noch festmachen und dann X9 SL fahre ich beim Dirtjumper. Es kommt oft die Frage, was ich für eine Kette fahre von KMC. Und da ich hier hinten ein Mountainbike-Ritzel drin habe an meinem The Bruce, extra eingebaut in dem Novatec-Laufrad, fahre ich die Kette, die X9 SL. Wenn ihr aber ein The Bruce von der Stange kauft, sind da die Reverse-Laufräder drin und die brauchen eine andere Kette. Und das ist zu 99,9% die K710 SL von KMC. Da gibt es verschiedene Maße, die müsst ihr online, könnt ihr die vergleichen, guckt euch da die Spezifikation an von dem Laufrad und von den Ketten, das steht immer in der Produktbeschreibung drin. Aber wenn ihr ein anderes Laufrad fahrt, Mountainbike-Ritzel, dann die X9 SL ist Bombe. Hat auch so Hohlkammern, seht ihr so in den Gliedern, das macht die nochmal extra etwas leichter und ja, ist cool nochmal so ein paar Gramm rauszuholen, sag ich mal. So, gleich noch kürzen. Auf Optimallänge. Zack. So, jetzt können wir hier noch spannen und dann haben wir es eigentlich. Ich habe auch mal gesagt, wir machen auf jeden Fall mal wieder ein Bike-Giveaway, aber ich habe damals schon angekündigt, das machen wir bei 500k. Sonst hätte ich jetzt fast gesagt, wir hauen es raus, aber wir sind noch nicht ganz bei 500k. Und dann hauen wir wieder eins raus, versprochen. Am Hinterrad noch gespannt, Kette ist drin. Ich finde jedes Mal wieder, die goldene Kette macht halt einfach so einen geilen Akzent aus an dem Bike. Und jetzt, haben wir gerade schon kurz gecheckt. Oh. Ja. Kabel sind fest, Rahmen ist drin, wie schon ein paar Mal erwähnt. Ist ein schlichtes Custom Bike, aber ist voll geil. Mir taugt es richtig und wir
verladen jetzt alles, essen noch was zum Mittag, höchstwahrscheinlich Nudeln und dann Kickdown nach Ellweiler zum Audi 9 und ich würde sagen, wir sehen uns gleich da wieder mit einem Bike-Turn und dann natürlich mit der ersten Testfahrt auf dem neuen Bike. Ab geht's! Beim Audi 9 angekommen. Mega großer Spielplatz, Fahrradspielplatz. Massig Lines, massig Sprünge. Endlose Möglichkeiten. Wir haben eine komplett neue Chipline. Es sind zum ersten Mal dieses Jahr Frauen mit am Start und für die wurde halt eher so eine etwas kleinere Line gebaut. Aber es ist auch für uns geil, die zu fahren. Die fahren wir dann gleich mal. Die geht da oben los mit einem kleinen Drop da drüben. Und dann haben wir zwei Tables, Kurven und unten wie so ein Spine-Trick-Jump. Ich zeige euch dann einfach alles durch die Helmkamera. Ich glaube, wir laufen das heute jetzt einfach mal nicht alles ab, sondern fahren es dann einfach. Ansonsten haben wir die Slopestyle-Line wie letztes Jahr mit dem großen Drop von oben, Hip, Boner-Lock. Dann gibt es hier Eric sein Feature noch. Wie auch letztes Jahr schon mit der Quarter zur linken Seite, leider nicht zur rechten. Da gibt es einige Fahrer, die eigentlich auch wie ich immer nach rechts fahren. Natürlich etwas schade. Unten, mein Feature ist leider weg. Aber dafür haben wir da einen fetten Tricksprung in der Mitte. Die ja, riesige Antenne. Und beim letzten Mal oder bei den letzten Malen stand der Tricksprung da oben, der fette Big Air Tricksprung, der steht jetzt da drüben. Heißt, es ist alles ein klein wenig anders angeordnet. Die Freeride Line wurde auch um einen Sprung verkürzt und ein paar Umbauten wurden gemacht. Es ist ein Drop drin, es ist eine fette Kurve da hinten. Aber das seht ihr einfach noch in Lukas Schäfers Feast. Siehst hier rum, das seht ihr jetzt in den kommenden Videos, die wir hier machen. Ich würde behaupten, mindestens drei. Wir haben das Downhill Bike natürlich dabei, wo wir alles fahren, was möglich ist. Die Slopestyle Line, die Freeride Line, die Chip Line ist bestimmt auch auf dem Downhill Bike mega geil. Wir haben noch Audi Sticker angemacht, links und rechts an das Bike. Wir haben noch einen passenden Sattel gefunden mit weißer Optik, nicht mit blau. Leider hatten wir keinen passenden Vorbau mehr, aber was soll's. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt mal die kleine Chip Line auf dem neuen Dirtjump-Bike. Ich bin mega hyped. Sieht richtig geil aus. Tausend Dank an Rose, die das möglich gemacht haben mit dem Special Paint Shop. Ja. Ab geht's. Also wir schieben jetzt gerade die Line hoch. Patricia ist vor mir, die brandneu für Rose-Bikes am Start ist. Was geht ab? Und wir fahren jetzt im Train mal die Line durch. Du hast auch einen komplett neuen Rahmen, ne? Ja. Der ist auch killer. Hast du den selber designt oder habt ihr ein bisschen rumgeguckt? Bisschen geguckt, aber geil. Ja. Wie ist es hier? Mega geil. Okay. Wie ist hier? Yes. Yeah, nice. Alleine jetzt von hier oben runter aufs Bike zu gucken ist mega geil. Mal einen anderen Look zu haben und keine Ahnung, echt schön clean. Es fährt sich richtig geil, komplett neu. Aber wie immer schon erwähnt, es ist halt komplett derselbe Aufbau wie immer. Deswegen fühlt es sich auch nicht wirklich anders an und fährt sich einfach wie gewohnt. Ja, und jetzt fahren wir hier ein paar Runden. Patricia kürzte mal ab, aber eigentlich kann man noch hier lang fahren.
richtig geil, dieses Jahr auch so eine kleine Chipline zu haben. So, Erik, wo man sich ein bisschen eincruisen kann. Nicht direkt die fettesten Sprünge, aber es gehen trotzdem einige Tricks hier an dem letzten. Ist wie so ein Spine-Trick-Jump. Ziemlich cool. Ich hab Bock, was an der großen Quarterpipe-Landung zu probieren. Das ist so eine, ja, wenn man unten drin steht, bestimmt eine 3,5 hohe Quarter. Ich mach erstmal einen Foodjump und wenn der klappt, machen wir noch eine Combo, die ich gern mal mache im Foodjump. Guck mal, ob es geht. Ist ganz schön steil und halt aus Erde und nicht aus Holz. Aber könnte laufen. Da heute der erste Tag ist und ja, alle sich ein klein wenig einfahren und jetzt gerade im Moment nicht zu schlimm, aber es ist leicht windig, wie immer bei jedem Event. Wir haben ja das Glück, dass wir in der Quarry sind und dass hier nicht so viel Wind reinkommt, aber es bläst schon ganz gut, deswegen fahren gerade ziemlich viele den ganzen Tag schon eine Session hier an dem Tricksprung, an der Trickspine oder wie auch immer, sind trotzdem bestimmt 3 Meter ist das Deck oben, das Table. Aber ich würde sagen, da wir uns eh noch ein bisschen auf das Rad einfahren müssen, so ein klein wenig zumindest, machen wir jetzt hier eine kleine Trickstation und gucken mal, was so geht. Den mussten wir jetzt machen, nach dem Crash am Wochenende, fürs Ego. Frontflip was tits! Came off a bit short, I think, but... Yeah, little. Yo. Okay, wir machen mal einen Truck-Whip da hinten, an dem Tricksprung. Was machst du? Dreier-Tag. Robert filmt. Stretchy. Robert! Robert! Yep. Nice. Ja. Vom Video. Wir sind angekommen bei den Audi 9s. Es wird eine Woche mit massig Sessions. Ich glaube, es kommen einige Videos von hier. Wie gesagt, bestimmt insgesamt 3. Das war Video Nummer 1. Fahrrad aufgebaut, fährt sich mega, mega geil. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt aber echt schon einiges gefilmt in dem Video. Aufbau, Bikeborn, erste Session. Und ich bin mega happy. Danke an Rose für das The Bruce 2 Bike als Custom Edition. Gibt es so leider nicht zu kaufen, aber in Blau und in Midnight Green. Und hier geht's ab. Der Link ist unten in der Beschreibung, wer Bock hat auf ein Dirt Jump Bike. Das ist mein Bike mit meinem Aufbau. Es sind natürlich ein paar andere Teile dran. Ja, das war's vom ersten Video. Ich schnapp mir jetzt, ich glaube, das Downhill Bike und fahre mal noch ein paar Laps mit dem Downhill Bike auf den, ja, auf den Kurs. Aber das wird das nächste Video und wir sehen uns da. Haut rein, Leute. Peace.